Hallo Leute, wie ihr hier seht an den Leichen, ich bin in einem Q-Level gelandet, also in einem Q-Rift. Und ja, bin hier in, sieht man es gerade nicht, also ich sehe es gerade nicht, ihr seht's, seht es, wegen der FPS-Zahl. Ich bin auf Stufe, auf 10, genau. Und habe schon mehrere Blue-Goblins gehabt. Und ja, es sind kleine Level, aber in jedem ist ein Goblin und sogar mehrere Goblin hatte ich an einem Level. Das ist richtig cool. Ich dachte, ja, der Q-Rift ist so extrem selten und so. Ja, hat aber nichts Anständiges drin, außer die weiß nicht, eine Partikel oder irgendwas, also nicht die Rinderpartikel. Aber ich kann es euch nachher noch kurz zeigen, die habe ich auch gefunden beim Riftboss. Einem kleinen Rind, einem großen Rind. Und jetzt bin ich noch eben am Fertigmachen, weil so viel Goblins ist nicht normal. Jetzt ist mal wieder ein größeres Level, ich hoffe, das ist nicht das letzte Level. Und ja, möchte ich es mit euch gerne beenden. So, meine Crit-Zahlen sind wieder gigantisch. Also für mich, für Profis natürlich nicht. Oh, das ist schon zu Ende. Okay, gibt es 10 Level. Na gut. Kann ich euch leider nicht mehr viel zeigen, weil, ja. Ich wollte es eigentlich aufnehmen, aber habe dann gedacht, ja, weil ich ja nicht so gesund bin, recht an Grippe leide momentan, ja, zeige ich es nicht. Und jetzt habe ich gedacht, weil es so cool war, kann ich noch ein kleines bisschen zeigen. Und schön, dass ich das auch mal wieder habe. Ich hatte es einmal und es war im April und seitdem nicht mehr. Und ich habe dort nie gute Erfahrungen gemacht. Also, dieses war jetzt super. Aber das erste war richtig langweilig. So, ich muss. So habe ich hier Gelbe. Ich muss die irgendwo hinlegen. Weil ich die zu einer Windrose machen will. Wenn es überhaupt kommt. Die habe ich nämlich noch nicht. Die brauche ich unbedingt. Ich habe noch Fokus und Zurückhaltung. Ist nicht so gut wie das endlose Gang-Set. So, eben so ein Okus Leuchter. Und der Rest ist Schrott. Weg, weg. So, jetzt noch ein bisschen Blutsplitter ausgeben. Was wollte ich eigentlich? Ich will eigentlich immer Rüstung und ich brauche eine bessere Rüstung. Das gibt einfach am meisten. Danach mit Widerstände. Ja, Inos brauche ich nicht. Inos brauche ich nicht. Türtürer und Goldträger auch nicht. Na gut. Schrott. Also wirklich, Kadala kann nichts. Ich hatte noch nie richtiges Glück bei Kadala. Tür ist Macht in Urald. Naja, ist ja nicht die Rüstung, die man unbedingt braucht. Die braucht einfach was Cooles, das Tyrael würdig ist. Aber nein. Na gut. Ja, ich habe hier zum Beispiel den Shenlong Urald, das ich recht gut finde, weil es mir viel Leben gibt, sehr viel Survival gibt. Eine Geisterstunde habe ich auch endlich gefunden, habe ich Ewigkeiten gebraucht. Und ja, sonst ist noch nichts Urals. Einfach Zurückhaltung, Shane Longs, Sterner Schlag. Da muss noch viel kommen. Mal kurz gucken, ob Goblin da sind. Das möchte ich euch mit euch noch kurz machen. Ja. Aber scheinbar überhaupt
sehr selten momentan. Ich finde wirklich nichts. Goblins, House and Rifts. Aber möchte ich sie ja hier finden, wegen den Transmogrifikationen. Da ist einer. Einen Wiedelöchen, okay. Ach komm. So. Ja, der Bild ist sehr schadensabhängig. Also manchmal mache ich gar keinen Schaden, manchmal mache ich viel Schaden. Und random liegt es an rasendem Angriff. Nach rasendem Angriff mache ich viel mehr Schaden. So anders wie gefüllt die Geistkugel ist, je gefüllter, desto besser. Wenn sie abnimmt, dann ist die voll gewesen und macht und ich mache dann noch mehr Schaden. Und außerdem alles, zum Beispiel hier Reduzierung vom Schaden, hier Reduzierung vom Schaden. Weil es sehr Glass-Cannon ist, vor allem Reflektgegner one-hitten mich. Da kann ich nichts machen. Dann gehen wir noch in die königlichen Krypten. Bisschen die Farm roten abgrasen. Ach, Goblins. Ich bin noch nicht so weit. Da hört man nichts. Da auch nicht. So. Komm, was ist jetzt mit der Geistkraft Regeneration? Doch ein bisschen Schaden macht, sind ja fähige Gegner hier. So. Machen wir den Skelettkönig noch. Mache ich gerne wegen den Truhen, aber sehr ertragreich ist es natürlich nicht. Einfach nur, weil die Truhe zum Öffnen ist. So, aber eben nur, wenn Kopfgeld ist. Hier. Der ist so schnell down. Also Bosse sind besonders schnell down in diesem Bild. So. Da kann ich bald T11 oder T12 spielen. T13 wird wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauern, ohne Uralte. Dankeschön. Was war das? Ja, die hauen rein. Ich habe ein Glass-Cannon-Bild. So. Nochmals, komm schon. Mal ein bisschen raus hier, Skelettkönig. Diese Animation immer am Anfang so lange, gell? Nervt mich. Ja. Ja, der macht viel Schaden. Der hat auch viel Leben irgendwie, ist das ein bisschen komisch. Weil die Riftbosse sterben nach einer Sekunde. Und hier, ja. Okay, ich mache da nicht so viel Schaden. Verstehe ich auch noch nicht so ganz. Wenn man nämlich halb voll hat oder so und dann setzt man alle Geisteskraft. Verbraucher ein, dann machen wir 0 Schaden. Ich hätte warten müssen, bis ich die Kugel voll hatte, sie absinkt und dann mit dem Geisteskraftverbraucher angreifen sollen. Und dann hätte ich ihn früher geschafft, aber ich habe immer so Angst, dass ich dann sterben werde oder so, weil ich zu lange gewartet habe. Gut, möchte ich noch kurz die Transmogrifikation sagen. Also eigentlich ist es eine, nein, nicht mächtig, Stangenwaffe. Ah, sie hatte falsch.
Da meine ich. Ja, ich muss einen haben. Schon lange nicht mehr so transmogrifiziert. Mal den nehmen. Ich glaube, es ist ein Speer. So. Kriegslohn, Dreizack. Ah, da, Menschentreibe heißt er. Sieht recht cool aus. Respekt. Wie eine Schlange. Ja, es ist eine Schlange. Cool. Ja, hätte ich irgendwie ein Bild mit einer Stangenwaffe, würde ich natürlich den nehmen. Aber da müssen die Krallen, die grünen Krallen, ausreichen. So. Dann hier noch mal ein bisschen herumlaufen. Also der Bild macht sehr viel Spaß, ist zwar ein bisschen herausfordernd und eben auch ein Erklärscan, dass ich fast nichts aushalte, aber er macht eben Spaß und ist mal etwas Neues für mich. Ich habe immer so extrem starke AOE-Sachen geliebt und jetzt habe ich mal ein bisschen weniger AOE. Dafür, eben das Heranziehen und dann der fette Schaden. Der noch fettere Schaden. So. Hier war das nix. Nächster Turm. Jetzt aber. Bald bin ich 500. Kann ich euch noch zeigen, wenn ich dann 500 erreicht habe. Oder erreichen werde. Geht aber noch einige Zeit. Ich bin meistens nur bis 600 gekommen. In zwei Season von diesen sieben. Und den Rest habe ich, ja, nicht so viel gespielt. In einer Season sogar nur 100 Paragon Levels. So. Also wenn ich jetzt eine zweite Orate Shenlongs finde, also nicht Stellner Schlag, sondern die andere legendäre Faust, dann mache ich Geisteskrafterzeugung rein, damit ich auch viel mehr Schaden machen kann. Das ist noch das Problem, das war auch im ersten Part ja das Problem, dass ich noch nicht so weit war. Okay, da ist gar rein nichts. Nun gut. Was ich noch gerne gehe, ist stechende Winde, schauen, ob das Karawanen-Event da ist. Aber ich habe es bisher nicht gefunden, kein Banner. Also das Karawanen-Event war immer da, also ja nicht immer, aber extrem selten war es da, aber hat nie ein Banner gedroppt, der Schamane. Und jetzt ist es auch nicht da. Das ist der Necromancer. Ist noch rechts. So. Wir haben Geisteskraft. Geht's weiter. Ist so nervig. So. Auch dass man überall stecken bleibt, ist auch nervig. Aber naja. Okay, dann machen wir das Event. Das ein paar Sekunden vorüber ist. So. Ja, also, dann bis zum nächsten Video. Euer Tragwasser. Tschüss.
So, Delle, fast Level 500. Auch ein ganz kleines bisschen, der Boss kommt ja schon gleich. Yeah. Ja, Solo ist schon eine Meisterleistung. In einem Multiplayer-Spiel, das nicht so gerne so gut Solo unterstützt. Aber, ja, ich bin glücklich. So. Dann gehen wir zurück und machen das Level. So. Ja, ja. Cool. So, mein nächstes Ziel ist 650. Ja, 700. Weil dann habe ich Non-Season überholt. Mit mehreren Seasons. Okay, man bekommt fast keine über. Wenn man zweimal 600 hat, bekommt man trotzdem nur ungefähr 50 Paragon-Level. Aber es ist schon schwer gewesen. Und jetzt ist es eigentlich relativ leicht. Dann nehme ich für die Enchantress. Narkusstein nehme ich auch. Flucht brauche ich nicht. Okay. Jo, danke schön fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.